Bevor wir jetzt zum nächsten Punkt kommen des heutigen Abends, die Diskussion, noch ein ganz kurzer Werbeblock. Dieser Film wurde natürlich gemacht, weil es wichtig ist, dass diese Informationen verbreitet werden. Jetzt ist der Film da und wir können ihn auch ansehen, aber leider ist der Film im Moment noch unterfinanziert. Es gibt im Moment ein Crowdfunding circa seit einem Monat bei Indiegogo und da haben jetzt aktuell 25 Unterstützer 6% des Funding-Ziels erreicht. Wenn Ihnen jetzt der Film gefallen hat und Sie finden, das kann man unterstützen, dann haben Sie zwei Möglichkeiten dafür. Nein, eigentlich sogar drei. Die erste Möglichkeit ist es natürlich, sich den Film im Kino anzusehen. Und das machen Sie alle schon hervorragend. Eine zweite Möglichkeit ist das Crowdfunding. Da es jetzt aber sehr umständlich wäre, wenn wir jetzt alle hier im Kino unsere persönliche NSA-Wanze rausziehen und die Crowdfunding-Seite bei Indiegogo suchen, machen wir einfach unser eigenes Crowdfunding hier im Raum. Es geht viel schneller und wir sparen auch die Gebühren, die sonst bei der Plattform anfallen. Ja. Und die dritte Möglichkeit, wie Sie den Film unterstützen können, ist durch den Kauf einer DVD. Da Sie jetzt alle heute Abend schon hier sind und den Film unterstützen durch Ihren Eintritt, haben wir uns gedacht, dass wir quasi den Eintritt, den Sie heute schon bezahlt haben, den Teil davon, der an Moviso geht, erlassen bekommen beim Kauf einer DVD. Das heißt, die DVD würde dann heute Abend 10 Euro kosten, statt dem Sonderpreis von 15 Euro. Online kostet 20, aber hier sind Sie da, sollte 15 kosten, ohne, also abzüglich dann, jetzt wird es zu kompliziert, ne? 10 Euro kostet die DVD auf jeden Fall, wenn sie rausgehen. Ja. Achso, genau, wenn jetzt diejenigen, die bei der Diskussion bleiben wollen, nachher rauskommen und dann keine DVDs mehr da sind, könnten wir sie in eine Liste eintragen und dann bekommen sie auch danach noch die DVD für 10 Euro, wenn sie in dieser Liste sind, gegen den Kinogutschein. Das war auch schon die Werbung. Jetzt gehen wir zur Diskussionsrunde über. Achso, eine Sache habe ich vergessen. Ich weiß nicht, wie lange das Mikrofon geht. Ja. Wir wollen ja Crowdfunding machen, dafür lasse ich jetzt zwei so Umschläge noch umgehen. Einer nach rechts, einer nach links. Dann kriegen wir das irgendwie im Laufe des Abends hin. So, die Diskussion. Wir haben jetzt noch circa eine Dreiviertelstunde Zeit für die Diskussion und wenn man sich angenehm unterhält, vergeht so eine Zeit sehr schnell. Daher habe ich eine Bitte an Sie, soweit möglich in den Reihen zusammenzurutschen in die Mitte, um die leeren Plätze zu schließen und die Leute von hinten, wenn sie möchten, ein bisschen nach vorne zu kommen. Und während Sie sich jetzt sortieren, kommt die zweite Bitte. Es gibt dann bei solchen Abenden, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, immer Leute, die ganz viel loswerden möchten. Und da es aber unser Wunsch ist, dass möglichst viele von Ihnen zu Wort kommen, möchte ich Sie einfach nur bitten, dass Sie Ihre Fragen und Anmerkungen kurz und präzise halten. Und dann klappt es. Ja, dann begrüßen wir jetzt als nächstes auf dem Podium den Regisseur Norbert Fleischer und Wolfgang Blum. Also. Ja. Ich sitze meine Seite. Schön. Also, um einzusteigen. Machen wir doch mal eine kleine Runde. Ist das Saalmikrofon schon am Rand? Genau, wenn wir es einfach gleich mal reingeben, wenn sich jemand meldet, dass das Mikrofon dorthin kommt. Wir starten mit einer kleinen Rückmeldungsrunde. Wie hat Ihnen denn der Film gefallen? Gibt es jemanden, der sich sagen kann? Oh, Sie melden sich alle zu Wort, sehr schön. Beide Daumen hoch, sehe ich dann. So. Oder haben Sie Fragen zu dem Film? Fragen an den Regisseur? Oder Kritik auch. Oder Kritik. Gerne auch. Ein ganz kleiner Punkt. Ja, dann haben wir zwei Meldungen da vorne. Sie waren zuerst in dem karierten Hemd hier vorne. Das Mikrofon kommt zu Ihnen.
Ja, erstmal, ich habe den Film schon gesehen im Duiviso, weil ich da auch Abonnent bin. Erschreckend, mit bloßem Hals. Und umso erschreckender eigentlich, ihr seid alle da und so viele Plätze sind noch leer. Das hat mich heute sehr, sehr betrübt. Ja. Das, aber trotzdem, jetzt haben wir den Film gemeinsam gesehen und ich bin stolz drauf, Sie kennen ja den Tsunami erst beim Film und jetzt auch persönlich. Dankeschön. Ja. Ja, vielen Dank. Dann der junge Herr dahinter, wenn Sie das Mikrofon weitergeben. Und dann werden Sie weiter. Das war nur ein ganz kleiner Punkt. Und zwar, das ging, als es um die Ukraine ging, da war dann, als im Zusammenhang mit Odessa davon die Rede, dass im Osten der Ukraine die Opposition gebrochen wurde oder so ähnlich, da war ich verwirrt. Weil Odessa liegt doch mehr im Südwesten der Ukraine. Ich war verwirrt. Also vielleicht war das nicht, entweder ist es nicht richtig gesagt worden oder ich habe mich irgendwie geirrt. Ja. Gucken Sie nochmal nach. Ja. Also dieser eine Satz dort, da war ich etwas verwirrt. Ja. Ich glaube, du kennst deinen Film ganz gut. Ja, also das ist im Prinzip eine Zusammenstellung von diese fünf Punkte von Merkwürdigkeiten, ja, die da passiert sind bei der Machtübergabe. Wir haben ja übrigens eine Rückkopplung. Bei dem Machtübergang in der Ukraine, also Dinge, die da geschehen sind, gerade diese 5 Milliarden US-Dollar, die da geflossen sind, sind zum Beispiel für die ukrainischen Verhältnisse eine ganze Stange Geld. Ja. Jeder, der sagt, wie ich das also in einer Nachrichtensendung gesehen habe, dass 5 Milliarden Dollar ja nicht allzu viel seien, der die Einkommensverhältnisse nicht kennt, die da Anfang der 90er Jahre gewesen sind, der kann natürlich schnell zu so einer Meinung kommen. Was jetzt Odessa betrifft, das ist es gab eine Umfrage, ja, unter den Ukrainern, wie ob sie jetzt diesen neuen pro-westlichen Kurs wollen oder nicht, ja, und nach diesem Zwischenfall, wo also in dem Gewerkschaftshaus die Leute wirklich auf martialische, brutalste Weise abgeschlachtet worden sind, ist es also tatsächlich dann zu einem, sind dann die Kritiker in der Öffentlichkeit verstummt. Ja, darauf wollte ich mit diesem Punkt hinweisen in dem Film. Ja, die Szene in Odessa kam ja auch in Mark Bartelsmeis Film ausführlicher zu Wort. Und ich glaube, diesen Widerspruch, den du eben erwähnt hattest, mit im Ostteil der Ukraine, die waren eher noch Richtung Russland orientiert. Aber trotzdem gab es ja Proteste in der ganzen Ukraine und das war ja dann dieses eine negatives Highlight in Odessa, was dann passiert ist, auch wenn es nicht im Osten lag. Ja, vielleicht frage ich jetzt mal zunächst Herrn Jung oder ich möchte Herrn Jung kurz meine Bewunderung aussprechen für eine lange Strecke, die er schon zurückgelegt hat. Also ich habe es so verstanden, ich kenne den Film noch nicht zum ersten Mal gesehen heute, aber ich habe so verstanden, Sie sind ja aus der persönlichen Betroffenheit und regional auch dort verortet, bis hin zu dieser Klage vor dem Verwaltungsgericht gegangen und ich denke, Sie haben da einige sehr valide Punkte gemacht. Ich habe das, glaube ich, ganz gut verstanden. Ich bin aber über den Film im Gesamten ein bisschen verwirrt. Sie haben Herrn Jung, Herr Fleischer, Sie haben Herrn Jung als den Hauptdarsteller in den Mittelpunkt gesetzt. Nochmal, das finde ich ausgesprochen gut. Aber in dem Film selber sind für mich so viele Dinge angerissen worden und in einen großen Topf geworfen, dass ich eigentlich finde, diese unreflektierte Mischung aller Themen, die uns alle ganz klar jetzt beschäftigen und auch besorgen, hat so ein bisschen den Punkt von Herrn Jung verbessert. Ich hätte mir gewünscht, entweder das eine
oder das andere zu tun? Oder wenn man dann alle Themen anreißt, die dann auch in einen Zusammenhang zu setzen, könnten Sie vielleicht mal sagen, was Ihre Kernaussage des Films am Ende ist? Ich habe Sie nicht verstanden. Nein, Herrn Jung habe ich gerade meinen Respekt ausgesprochen, aber Sie als Regisseur, den Film als Ganzes, mit Herrn Jung als den für mich Hauptdarsteller, aber dann leider mit so vielen Themen verbessert, dass ich da den Faden verloren habe. Und deswegen würde ich gerne wissen, was denn Ihr wesentlicher Punkt, die Zusammenfassung des Filmes ist aus Ihrer Sicht. Also, ich müsste es so sagen. Es bin ich kein Hauptdarsteller, sondern allenfalls ein Informant. Ja? Ich lebe da, ich habe schon ewig Fakten gesammelt über das, was die US-amerikanischen Streitkräfte in unserem Land so treiben. Und ich bin dem Herrn Fleischer sehr dankbar, dass er das, was man hier bei uns erfahren kann, aus offen zugänglichen Quellen, aus der Sassens Tribes, aus der US-Militärzeitung, aus den Websites der einzelnen Militäreinheiten und auch aus deutschen Zeitungen, deutschen Medien, haben Sie ja gesehen im Film, was man da zusammensammeln kann, dass es endlich mal in den großen politischen Zusammenhang gestellt wurde. Das passiert bei uns, hat aber Auswirkungen in der Ukraine, hat Auswirkungen in Syrien, hat Auswirkungen in Libyen und wir sind der Ausgangspunkt. Insofern ist das durchaus in meinem Sinne, dass dieser große Bogen geschlagen wurde. Ich wollte da keinen Heldenepos auf einen Menschen haben, der jetzt zufällig Wolfgang Muhr heißt und sich Gedanken macht, wie das weitergeht und was da alles passiert in seiner unmittelbaren Nachbarschaft, der alles versucht hat, dass man versuchen kann. Ich habe demonstriert, ich habe im Prozess des dreijährigen Instanzen geführt, ich habe Widerspruch gegen den Ausbau der Airbus angelegt und ich brauche jetzt eigentlich Ihre Mittel. Ich allein schaffe es nicht. Und die paar Leute, die mich unterstützt haben, meine Anwälte, schaffen es auch nicht. Da hilft uns kein Abschreiben und keine Behauptung, da sei irgendein Sammelsurium von nicht zusammenhängenden Dingen zustande gebracht worden. Das stimmt nicht. Das hat alles sehr wohl den Zweck, dass all diese schrecklichen Dinge von uns ausgehen. Und dass wir alle aufgerufen sind, endlich, ich sage es jetzt mal sehr drastisch, unseren Arsch hochzuheben und etwas dagegen zu unternehmen. Was ja, wolltest du damit? Danke, Wolfgang. Also mir ging es darum, dass wir einen, einen einigermaßen guten Überblick bieten können über das, was die Ramstein Airbase ist, was dort stattfindet, wie die rechtlichen Grundlagen eigentlich sind, aber auch wer eigentlich unsere sogenannten Verbündeten sind, ja, mit denen wir sozusagen unter einer Decke stecken, wenn es darum geht, Leute mit Drohnen zu ermorden. Ja. Und dieser Brückenschlag in die Ukraine hat sich sehr angeboten, weil das immer noch ein Thema ist, das auch hier in den Medien mehrheitlich nicht korrekt dargestellt wird, nach meiner Meinung. Also diese ganzen Farbrevolutionen, ja, das findet nicht aus heiterem Himmel statt. Das sind Revolutionen, die angezettelt werden. Und zwar werden die langfristig vorbereitet mit viel Geld, mit viel Manpower. Ja. Zum Beispiel würde mich auch mal interessieren, was denn jetzt ganz genau die ganzen Militärberater da in der Ukraine alle tun, die dort sind. Ja. Oder warum da der CIA-Chef dorthin gefahren ist, mit wem er da gesprochen hat und so, was das alles soll. Also jemand, der heute immer noch behauptet, dass dieser Machtübergang in der Ukraine vom ukrainischen Volk ausgegangen sei und ohne jeden Einfluss der Vereinigten Staaten von Amerika, der hat's, der sollte den Film vielleicht nochmal anschauen. Ich möchte was zur Rolle der Ukraine sagen. Wir haben ja jetzt gerade den NATO-Gipfel in Warschau erlebt. Der wird doch immer begründet mit dem, was in der Ukraine passiert ist. Ja, wir haben die Vorgeschichte aufgezeigt, da wurde ein Regierungswechsel inszeniert, der wurde mit gedungenen Scharfschützen auf dem Maidan in Gang gesetzt. Und das Ergebnis haben wir jetzt, ein zerstrittenes Land, eine Vereinbarung, die Minsker Vereinbarung, die nicht eingehalten wird,
dass die nicht eingehalten wird, denn immer den Leuten in der Ostukraine untergeschoben. Das stimmt aber nicht, denn Beobachter der OECD stellen fest, dass die Waffen nur von beiden Seiten gebrochen wird. Und diese Ukraine, dieser schwere Konflikt, dient der NATO als Begründung für alles, was sie seither getan hat. Sie hat jetzt vor, neue Truppen in Grenznähe zu stationieren. Sie lässt Flotten aufmarschieren. Sie führt Manöver durch in großer Zahl, gerade jetzt wieder eins in der Ukraine. Das dient doch als Vorwand für das, was die NATO macht, um einen Krieg mit Russland zu provozieren. Und wer das nicht sehen will, der nimmt das nicht zur Kenntnis, der öffnet die Augen nicht. Wir müssen das sehen. Und dieser Ukraine-Konflikt muss endlich mal auf seine Entstehung zurückgeführt werden, damit die Leute begreifen, dass das von Anfang an eine Inszenierung war, die Begründung zu liefern hatte, für das, was die USA mit Hilfe der NATO jetzt in Gang setzt. Nämlich sie bereiten einen Krieg gegen Russland vor. Und der wird uns alle das Leben kosten. Auch die Leute, die das nicht so sehen wollen. Denn der Film zeigt ja, was wir für Kommandozentralen in unserem Land haben. Wenn ich russischer Generalstabschef wäre, ich hätte schon längst eine fest installierte Rakete mit einem Mordsprengkopf irgendwo vorbereitet, der auf Rammstein gerichtet ist, wird der bei der ersten Annäherung einer amerikanischen Rakete in Gang setzen. Und Sie können ganz sicher sein, dass solche Raketen auch auf das Jugendamt in Stuttgart gerichtet sind, dass Berlin als eine der Zentralen auch schon im Ziel der Zielplanung der Russlands ist. Die lassen sich doch nicht abschlagen. Die haben doch zweimal erlebt, dass Invasionen über sie hergefallen sind. Russland, dann unser aller Führer Adolf Hitler und die großdeutsche Wehrmacht, meint sie, das lassen sich die Russen ein drittes Mal gefallen? Die werden natürlich rechtzeitig sich zur Wehr setzen und das wird uns alle das Leben kosten. Ja, uns alle, die wir hier sitzen, da wird keiner überleben. Und wer sich das nicht klar macht, sondern immer noch deine Grünen sucht, was da jetzt vielleicht nicht so ganz geografisch exakt zugeordnet oder sonst was, der macht sich doch selbst was vor. Wir haben keine Zeit mehr für Ausflüchte. Wir müssen die wachsende Kriegsgefahr erkennen und endlich etwas dagegen unternehmen. Wir müssen auf die Straße gehen. Wir müssen unsere Abgeordneten, die im nächsten Jahr wieder gewählt werden, unter Druck setzen. Wir müssen denen sagen, wenn du nicht endlich aufhörst, diese Kriegstreiberei mitzumachen, wenn du nicht der Regierung sagst, wir müssen das Stationierungsabkommen kündigen und wir müssen aufhören, dass unser Boden aus Krieg geführt wird, dann wähle ich dich nicht. Ja, ich wähle nur solche Leute, die dieser Kriegstreiberei ein Ende machen wollen. Das ist doch unsere Macht. Wir sind das Volk. Das habt ihr doch hier erfunden. Ja, in diesen drei Berlins. Wir haben noch zwei Fragen. Oder ich möchte noch ganz kurz hinzufügen. Es ist schon mir auch ein Anliegen, dass man letztlich das Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zu den Vereinigten Staaten von Amerika nochmal komplett auf den Prüfstand stellt und mal drüber nachdenkt und erneut bewertet, ob denn das alles so richtig ist, diese weitgehenden Rechte, die US-Soldaten bei uns haben, ob das wirklich im Sinne des Grundgesetzes ist, wenn dort also Straftaten stattfinden und sie dürfen nicht vor Gericht dafür belangt werden, zum Beispiel. Ja. Auch dieses immer noch hier vorhandene Bild, dass die USA unser Freund seien, irgendwie, ja, unser neuer großer Bruder oder so, das halte ich für einen fatalen Irrglauben. Ja. Also wer uns bespitzelt, wer die Mobiltelefone abhört, nicht nur der Bundeskanzlerin, sondern vor allem auch der ganzen Wirtschaftsvertreter, ja, wer Bewegungsprofile erstellt, um nachvollziehen zu können, wo denn diese Leute hingefahren sind, mit wem sie sich getroffen haben, was sie möglicherweise für Geschäfte getätigt haben, der begeht damit einen Angriff auf die Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Und da sprechen wir ganz leicht von Größenordnungen, also einem Schaden von 100 Milliarden Euro pro Jahr. Und ich finde, dass das muss wirklich langsam mal zusammen mit den ohnehin imperialistischen Bestrebungen, die ja überhaupt nicht mehr abzustreiten sind durch niemanden, das muss wirklich mal in den nächsten Bundestagswahlkampf. Ich finde, dass die Partei, die das
bei sich aufs Tapet setzt, also große Chancen hat, zumindest einen gewaltigen Teil der Stimmen abzubekommen. Danke. Ja, an der Stelle wäre es mir wichtig zu ergänzen, dass die USA oder die US-Administration oder die Amerikaner ist ja nicht alles dasselbe, sondern dass die USA schon unser Freund sein könnten oder sollten im Idealfalle, aber gleichzeitig eben zu betrachten ist, wie du sagst, dass sie, dass es Institutionen, US-amerikanische Institutionen gibt, die uns ausspionieren und die Kriege planen und durchführen. Also würdest du dem so zustimmen? Dann ja, genau. Also es ist schon so, die Vereinigten Staaten haben wie jeder andere Staat auch Interessen in allererster Linie und diese Interessen sind nicht förderlich für das Wohlergehen unseres Staates und unserer Interessen. Ja. Das muss man endlich mal öffentlich ansprechen und debattieren. Richtig. Bitte schön. Sie haben eine Frage. Also mein persönliches Ding ist da drin, das habe ich alles verstanden, was du gesagt hast. Ich habe das alles verstanden. Nur eine Antwort darauf hat keiner bisher, also weder irgendein Staat oder sonst was, wie man mit Terrorismus umgeht. Das heißt, die Terrorismus umgeht. Also, ich verstehe, was ist denn das für ein... Ach, geht das jetzt, ja. Also, das eine Ding ist, dass wir da reinmarschieren und Stress machen, das habe ich begriffen. Dass die Amis hier in Deutschland sitzen und da unten Theater machen, das habe ich begriffen. Aber wie kann man denn dann verrückt in Afghanistan in eine Reihe kriegen, dass sie begreifen, der radikale Islamismus nichts bedeutet? Wie kann man das denn machen? Wie will man mit Leuten umgehen, die nicht eine normale Sprache sprechen? Versteht das irgendjemand? Man muss sich auch mal nur mit der Vorgeschichte des Afghanistan-Konfliktes befassen. Die Taliban sind nicht vom Himmel gefallen. Die ersten sogenannten Freiheitskämpfer, die in Afghanistan zugange waren, waren die Mujahedin. Und die wurden vom Westen gefördert. Die USA haben den Stinger-Raketen geliefert, mit denen sie die russischen Hubschrauber abschießen konnten. Ja, die CIA hat die Ausbildung im pakistanischen Ausbildungslager bezahlt. Und so ist der radikale Islamismus entstanden. Es wurden sogar Lehrbücher in US-Universitäten gedruckt, wo auf den Dschihad vorbereitet wurde. Das ist belegt, das können Sie auch in der Luftpost nachlesen, habe ich noch vergessen zu erwähnen, ich mache ja seit 2004 die Luftpost. Ich habe mich also sehr gründlich mit der Vorgeschichte dieser Konflikte befasst. Geben Sie einfach ein Luftpost in Israel, Mujahedin, dann werden Sie einiges zu dieser Vorgeschichte finden. Man muss das wissen, man muss vor allen Dingen davon ausgehen, dass ja erstmal Staatsterrorismus stattfindet. Wenn irgendeine Macht, und sei es die USA, ein anderes Land überfällt, dann ist das Staatsterrorismus. So, und dass dieser Staatsterrorismus bei Terroristen erzeugt, liegt ja auf der Hand. Ich weiß nicht, wie ich ein friedlicher Mensch, aber ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn eine Drohne meine Verwandtschaft auslöschen würde. Ja, weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich dann von meiner Vernunft Gebrauch mache und sage, das bringt eh nichts, wenn du jetzt da andere Leute umbringst. Aber es gibt Leute, die ticken dann so. Ja? Es gibt in islamischen Ländern die Blutrache und die Blutrache erzeugt Terroristen. Nur was ist denn die Ursache dafür? Wenn es nicht gelingt, diese Überfälle und diese Einmischungen in die Angelegenheiten anderer Staaten zu lassen, wenn wir nicht aufhören, anderen Religionen, anderen Systemen, unsere westliche Demokratie, mit der es ja gar nicht so weit her ist, wenn wir wirklich mal ehrlich sind, aufzudrängen und aufzuzwängen, wenn wir diese gewachsenen Stammesstrukturen, diese andere Art zu leben, kaputt machen, was sollen die Leute dann tun, als sich zu wehren? Ich billige das nicht, aber es ist halt so. Ja, bitte. Hallo. Ja, gut, Stefan Böhme. Ich war sehr überrascht, dass diese in die
ihr da reinkommen wolltet und natürlich nicht durftet, diese Konferenz, wie hieß der nochmal, was war das für eine Konferenz? JMCC. Ja, dass die einen wichtigen Punkt hatten, nämlich die Desinformation, die angebliche Desinformation durch die Russen und die sozialen Medien, denke ich, war auch mit erwähnt, ich weiß nicht genau mehr. Der Punkt der Information ist eben ungeheuer wichtig. Ich möchte mal das etwas erweitern und mal die Frage stellen, wer von den Anwesenden ist Student? Wer von den Anwesenden ist ein Student auf einer deutschen Universität? Bitte, ich bitte um Handzeichen. Ein Mensch, sehe ich das richtig? Ich möchte nur mal darauf hinweisen, die Desinformation beginnt in den Ausbildungsgängen unserer staatlichen Universitäten. Wo ist die Jugend, die politisch aktiv ist und hier zu sein hat? Wo ist die? Wir haben einen Riesenschlaf, weil wir immerhin auf die Medien schimpfen. Wir sagen, die Medien, die belügen uns, aber die Einschläferung des Denkens, es ist nicht nur Desinformation, es wird gar nicht mehr gedacht. Also so ein Mensch, Entschuldigung, ich höre sofort auf, ich will nur eins sagen. Ich habe, wie immer, keine Frage. Nein, aber ich will nur einen Satz noch. Deswegen sind die Informationsplattformen wie Nuviso so unglaublich wichtig. Und wenn nur zwei Menschen wieder was Neues erfahren, das wollte ich einfach sagen und mache aber den Appell, dass man solche Dinge unterstützt, weil sonst eben diese Lehre der Studentenschaft, die wir jetzt hier haben, überhaupt nicht überwunden werden kann. Das war mein Punkt, keine Frage, aber ja. Am praktischen Beispiel dargestellt. Hinter dir links war eine Frage. Danke. Большое спасибо. Представлюсь. Олег Музыка, Одесса, Юго-Восток. Ich bin Oleg Musiker. Ich komme aus der Ukraine, aus Odessa selbst. Я посмотрел ваш фильм. Большое спасибо. Вы очень мужественные люди сегодня создать такой фильм. И также вы затронули тему Украины и нашей Одессы. Ihr seid ganz kühne Menschen, dass ihr so einen Film heutzutage macht, also wagt, sowas zu machen. И хочу сказать следующее. В этом фильме, кто не понял, поднимается тема, которая стучится к нам в двери. Это Третья мировая война. Und meiner Meinung nach in diesem Film geht es um den dritten Weltkrieg, um die Gefahr des Krieges. Прошел саммит в Варшаве, и правительство Украины во главе с Порошенко пытается соединиться с блоком НАТО. И если они воссоединятся, то наше правительство Украины устроит точно Третью мировую войну, потому что я столкнулся с тем фашизмом, который сегодня есть в Украине. Ich habe am eigenen Leibe erlebt, was der Faschismus ist, was dieses Wort zu bedeuten hat. Und im Angesicht des Warschauer Versammlung, die jetzt da fand in Warschau, der Beitritt der Ukraine in die NATO betrachte ich als Vorwand für den dritten Weltkrieg. Большое спасибо и надеюсь, что большинство в зале поняли суть этого фильма. Und ich hoffe, dass ihr alle den Film so verstanden habt. Das ist ganz wichtig. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Man sollte sich auch da wieder an die Vorgeschichte erinnern. Sie wissen, dass es einen großen Konflikt gab um die russischen Gaslieferungen, die Ukraine einfach nicht bezahlt hat. Ja? Das Problem ist ja jetzt ganz weg. Und wenn die Ukrainer jetzt das
Erdgas aus den USA, das in Schiffen über das Schwarze Meer gebracht werden könnte, ja, bezahlen sollen, dann werden ihnen die Augen aufgehen. Weil dieses komprimierte Erdgas in großen Tankschiffen wird ein mal Vielfaches teurer sein als das russische Erdgas, was die Ukrainer nicht bezahlt haben. Also da steht ein weiterer Konflikt ins Haus. Ich halte es für eine ganz schlimme Fehlentscheidung, dass sich die Ukrainer von der Propaganda westlichen Propaganda haben beschwätzen lassen und ihre engen Kontakte und ihre Handelsbeziehungen zu Russland so aufs Spiel gesetzt haben. Aber das nur am Rande. Ich gebe dem Herrn, der sich zuletzt gemeldet hat, vollkommen recht. Es wird der dritte und letzte, für uns letzte Weltkrieg vorbereitet, den, ich habe es vorhin schon mal gesagt, niemand in unserer Zeit überleben wird. Ich möchte aber sagen, zu der Verbreitung, zu der Untätigkeit der akademischen Jugend. Ja. Sie wissen, dass die Studiengänge verschult wurden, dass der Bachelor, das Bachelorstudium, die ganze Geschichte da ja auch deswegen eingeführt wurden, damit die Studenten keine Zeit mehr haben, sich um andere Sachen zu kümmern. Ja, es geht nur noch darum, schnell irgendeinen akademischen Grad zu bekommen und dann, wenn sie Glück haben, einen Job zu ergattern. Meistens sind das ja Praktika, die nicht bezahlt werden oder Zeitverträge, die schlecht bezahlt werden. Unsere akademische Jugend hat nicht mehr die Zukunft, die sie früher mal hatte. Die kämpfen ums nackte Überleben. Auch die Studenten und die angehenden Akademiker. Unsere ganze Gesellschaft ist so angelegt, dass jeder mit seinem täglichen Leben beschäftigt ist, so sehr für seinen praktischen Unterhalt sorgen muss, dass er eigentlich gar keine Gedanken mehr fassen kann für was anderes. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich Pensionär bin. Das heißt, ich kriege eine Lehrerpension, die ist nicht so hoch, aber wir können gut davon leben, meine Frau und ich. Wir haben auch nicht so große Ansprüche. Aber viele Leute haben das nicht. Die haben Zeitverträge. Die sitzen auf der Straße, leben von Hartz IV. Und die Studenten wissen nicht, wie das mit ihnen weitergeht, wenn sie einen Bachelor in der Tasche haben. Meistens geht es schlecht weiter. Die ganze bundesrepublikanische Gesellschaft wurde unter Druck gesetzt, unter einen unausweichlichen Druck, damit sie sich nur noch um ihre persönlichen Probleme kümmern und nicht mehr das sieht, was um sie herum vorgeht und was dazu führen wird, dass unser aller Leben ausgelöscht wird. Das müssen wir auch ändern. Ja? Wir müssen nicht mehr die Kriegsgefahr abändern und der entgegentreten. Wir müssen auch uns überlegen, wie wir eine neue, eine friedliche Gesellschaft schaffen. Das ist ein großes Anliegen. Und dafür muss man auch die studentische Jugend begeistern, die wird, wenn sie ihre eigene Situation begreift, wird sie auch noch mehr begreifen. Ja, da die Dame hinten hatte sich als erste gemeldet. Können wir das Mikrofon mal... Geht auch so? Geht auch so? Gut, dann geht's schneller so. Ganz wichtig, also ich bin die Frau von Wolfgang Jung. Aus Fehlschwindler ist sicher viel über Facebook bekannt, weil es ist ja beide die über Facebook. Ich bin die böse Frau, die da manchmal so ein bisschen maßregelnd eingreift. Aber manchmal muss das sein, der Sache wegen, ist nicht böse gemeint, ist nicht persönlich gemeint, aber manche Dinge kann man einfach nicht im Raum stehen lassen. Ich bin ganz froh, dass wenigstens eine Studentin da ist und ich kann das wirklich voll bestätigen, was mein Mann gesagt hat. Wir haben in Kaiserslautern der Einfluss des Militärs, das wie ein Mehltau, ein Mehltau über diesem Land wirkt, geht sogar bis dahin, dass Einfluss genommen wird, welche Fakultäten an welchen Universitäten stationiert werden, sage ich jetzt mal, angeboten werden. Wir haben in Kaiserslautern eine rein technische Universität. Die Geisteswissenschaften, die durften nicht nach Kaiserslautern kommen, da wurde mit einem mordsmäßigen Konstrukt wurde eine Doppeluni geschaffen, erst Kaiserslautern, Trier und dann hat man das getrennt. Die Geisteswissenschaften sind komplett in Trier, weil bei uns in der Stadt soll nicht so viel gedacht werden und schon gar nicht um die Ecke. Ja, schön Ingenieure, ja, schön gerade ausdenken. Das hat jetzt folgende Blüte. Wir haben in der Stadt sehr wichtige Institute, künstliche Intelligenz und
Forschungseinrichtungen und man glaubt es nicht, eine Woche nach der großen Rammstein-Demonstration lädt die Universität Kaiserslautern zu einer abendlichen Infoveranstaltung ein für Studentinnen und Studenten. Referent war ein Herr, der Chef dieser einer Abteilung der Ingenieure. Der zivile Chef aller US-Militäreinrichtungen in Europa. Ja. Ein Amerikaner. Ein Amerikaner, diese Veranstaltung wurde in Englisch gehalten. Dieser Herr, ein toller, smarter Typ, hat permanent davon gesprochen, nur mal so viel zur Wertigkeit, hat permanent davon gesprochen, the USA and NATO. Germany kam überhaupt nicht vor. Ja, USA and NATO. Das ist das, wovon die Rede ist. Und die USA-Administration sucht händeringend deutsche gut ausgebildete Studentinnen und Studenten. Das schätzt man nämlich, das gute Bildungswesen. In der Bundesrepublik wird im Ausland mehr geschätzt als zu Hause. Man sucht Ingenieure, man sucht Baufachleute, Architekten, Innenarchitekten, um die neu zu errichtenden Lagerhallen, Depots, Straßen und all das, was in Belgien, Holland, Deutschland, Estland, Lettland, Polen, Rumänien, Bulgarien die nächsten Jahre aus dem Boden gestampft werden muss, um das bauen zu können. Ja, selbst haben sie nicht genügend Kräfte dafür, also rasen sie die gut ausgebildete Jugend, rasen sie an unseren Universitäten ab. Gelegentliche Fragen, bitte. Ja, und bedenken Sie das mal in Ihrem Hinterkopf, wenn es darum geht, Verhältnis USA-Bundesrepublik Deutschland. Ja, mit Mikrofon ist besser. Ja, ich brauch's glaube ich gar nicht. Doch, für die Aufnahme besser. Ich bin ja wirklich bei Ihnen allen. Was mich wirklich, Entschuldigung, nervt, Herr Jung, Sie haben jetzt vom Verfassungsgericht verloren und, Entschuldigung, Verwaltungsgericht verloren und ich frage mich das wirklich jeden Tag. Was kann man denn tun? Ich scherze mit meinen Freunden, ich werde Terrorist. Weil, wissen Sie, Sie glauben doch nicht im Ernst, Herr Jung, wenn ich auf die Straße gehe, passiert irgendwas. Ich hätte gerne eine Antwort, was kann ich tun? Und ich finde es lächerlich zu sagen, ich gehe auf die Straße, weil Leute wie Sie, Ihr Film, gucken Sie doch an, wie wenig wir sind. Ich bin ehrlich gesagt hoffnungslos. Ich denke manchmal, ich lebe jetzt mein schönes Leben, ich habe genug Geld und ich mache das wie alle, ich verwirkliche mich selber und Schluss. Weil ich kann nicht sehen, wie ich es machen soll. Ich kann es einfach nicht sehen. Und wenn ich Sie sehe, tapfer, großartig, klug gekämpft, alles richtig gemacht und grandios verloren, das macht mich so traurig. Moment. Das ist wirklich eine Reaktion, die wir auch öfter hören. Darf ich an der Stelle Ihnen den Tipp geben, gehen Sie doch in Ihr örtliches Polizeirevier und erstatten Sie Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung oder Beihilfe zum Mord oder so, ja, gegen unbekannt, und zwar Leute, die auf der Rammstein Airbase arbeiten. Oder zeigen Sie direkt die Bundeskanzlerin an oder die Verteidigungsministerin. Sagen Sie Ihren Nachbarn, Sie sollen das auch tun, ja, oder starten Sie eine Initiative, die dazu aufruft. Wenn genügend Strafanzeigen zusammenkommen, eine kritische Masse, dann könnte das wirklich eine Sache sein, die auch dann die Medien nicht wegdiskutieren können. Also ich teile Ihre Einschätzung, dass wir nichts machen können, überhaupt nicht. Ich sehe auch nicht, dass ich verloren habe. Im Gegenteil. Es ist mir gelungen, nachzuweisen, dass die deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit die Hosen gestrichen voll hat. Und dass sie das Gesetz, was sie eigentlich zu schützen und umzusetzen hat, mit Füßen tritt. Ja? Dass man nicht Recht spricht, sondern dass man der Politik die Pace macht. Ja? Dass man Weisungen, an die Richter nicht gebunden sind, im Kopf hat. Dass die Schere im Kopf
dazu führt, dass die Justiz, was sie schon einmal getan hat, in unserem Land, in unserem schönen Land, in einem entscheidenden Moment wieder mal versagt. Ja? Mein Prozess, der letzte von dem Bundesverwaltungsgericht, hat ja in Leipzig stattgefunden. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Saal war, in dem der Reichstagsmann verhandelt wurde. Damals hat die Justiz auch versagt. Sie hat die Brandstifter, die eigentlich Brandstifter, davonkommen lassen. Und diesmal, diese Justiz heute ist noch feiger. Damals wurde wenigstens die Tat verhandelt. Bei mir hat man sich ja geweigert, die Untaten zu verhandeln. Man hat mir das Klagerecht abgesprochen. Und das dürft ihr euch nicht gefallen lassen. Wenn jetzt wieder so viele Leute auf der Straße gewesen wären, wie in den 80er Jahren im Bonner Hofgarten, und wenn wieder Millionen Leute, wie sie damals den Greveler Appell unterschrieben haben, den Rammsteiner Appell unterschrieben hätten, wäre das total anders ausgefallen. Es hängt nur einfach an der mangelnden Zivilcourage. Wenn jeder sagt, ich kann alleine nichts machen, das stimmt ja, dann muss er sich halt Partner suchen. Sie haben doch jetzt heute Abend jede Menge beängstigende Informationen bekommen. Geben Sie die weiter, ja? Kaufen Sie halt eine Kassette, nicht damit nur Rieser den viel bezahlt bekommt, sondern damit diese wertvollen Informationen in die Köpfe der Leute kommen, ja? Nehmen Sie Ihre Verwandten mit, sagen Sie ihnen das, zeigen Sie ihnen den Film. Zeigen Sie den Film vor allen Dingen jungen Müttern und Vätern mit Kindern, ja? Die müssen doch sich mal überlegen, was mit ihren Kindern wird, wenn das so weitergeht, wenn kein Widerstand, kein sichtbarer Widerstand auf den Straßen sich zeigt. Ich könnte noch einen heißen Tipp geben. Am 8.10. ist hier in Berlin eine große Demo. Da geht es genau um das, Frieden und Überleben. Gehen Sie hin, nehmen Sie mit. Jeder zwei, dann sind es schon, ich schätze mal, sind heute Abend 50 Leute im Saal, dann sind es schon 300. Und wenn von jedem, den Sie ansprechen, jeder noch einen mitbringt, sind es schon 600, ja? Sie kennen das Übersystem. Nur, man muss das in Gang setzen. Jo. Eine Wortmeldung. Das kann man erst sagen, wenn man es versucht hat. Das ist wahr. So, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich glaube, so 10 Minuten haben wir noch. Jetzt und dann der Herr hier vorne im blauen T-Shirt. Vielen Dank. Ich möchte noch... Ich mache es ganz kurz, ja. Und zwar... Ich sehe das nicht. Ja, vorhin wurde ja Afghanistan angesprochen, ja. Also das sind ja, die Menschen dort sind ja keine Terroristen, sondern wenn man mal, ich hatte die Gelegenheit mal Afghanen, die eben als sogenannte Flüchtlinge hierher gekommen sind nach Deutschland, mich mit denen zu unterhalten. Die sagen natürlich, ja, sie wären froh, wenn endlich die Amerikaner aus ihrem Land rausgehen. Dann würden sie das nämlich in Ordnung bringen. Das ist ja dort im Prinzip genauso wie hier. Und wenn wir das verstehen und wenn wir zum Beispiel nach Japan gucken, dort gibt es ja auch schon seit dem Zweiten Weltkrieg einen amerikanischen Stützpunkt und die Menschen dort haben die Nase gestrichen voll. Man hört wenig, aber man hört Hinweise, dass es in Südkorea nicht anders ist. Und wenn wir jetzt einfach mal über die Welt gehen, dann sehen wir, das ist eben nicht nur in Deutschland so. Und was vielleicht hilfreich ist, ist, dass wir da irgendwie eine Art von Vernetzung mal versuchen zu initiieren. Und dass man einfach mal guckt, wie kann man auch das sozusagen irgendwie auch in einen globalen Protest transformieren. Ich denke, das wäre vielleicht auch hilfreich. Ja. Immer guter Verbindung. Also ich habe jetzt festgestellt, die verschiedensten Friedensbewegungen, jeder macht irgendwo sein Süppchen. Wir müssen wieder anfangen. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat man es genauso versucht. Man hat die Menschen, die auseinander, dass keine Einigkeit mehr geherrscht hat. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, ganz ehrlich, wir müssen, es ist wirklich, wie Sie sagen, es ist 3:45. Und ich war selber, ich habe mich im Bus gesetzt, bin nach Rammstein mitgefahren. Ich habe zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Und ich muss Ihnen jetzt sagen, wirklich, ich habe Angst. Und es ist, wie Sie sagen, ich sitze meinen Kindern ein, Entschuldigung, und weine. Und ich merke, dass ich habe viele mitgekriegt, meine Großeltern haben mir das erzählt. Wir müssen endlich anfangen. Auf die Straße. Nicht nur ein paar. Sagt es weiter. Immer weiter. Und wir müssen uns jetzt wirklich, es gibt schon, ihr Lana, denn gibt es Friedensbewegungen. Ich bin da seit kurzem so dabei und versuche auch irgendwie eine Plattform zu finden. Und jetzt noch eine Frage an Sie. Wenn wir klagen, warum können wir nicht alle unterschreiben, alle, die dafür sind, also das, dieses durchschaut haben mit Rammstein,
Warum können wir nicht eine Partei suchen, zum Beispiel die Linke hat ja nicht gegen, also für den Krieg. Die, wieso? Keine Partei. Ja, liebe ich nicht. Ja, okay, den kann man auch. Aber wen können wir nehmen, der uns vertritt? Das, wir können doch nur jemand irgendwo. Ich bin in keiner Partei. Bloß, okay. Aber Volksentscheidung kriegen wir doch auch nicht. Dürfen wir doch nicht. Wir sind doch völlig entmachtet. Wir arbeiten dran, wir können nicht mehr dran arbeiten. Es ist Zeit. Und wir müssen am 17. September ist Titel. So, und am 8.10. ist eine Friedensdemonstration. Und da sollten wir alle so viel wie möglich auf die Straße. Kinder! Nehmt eure Enkelkinder, eure Kinder mit, sagt es weiter. Wir müssen was machen. Sonst kriegen wir wirklich Krieg. Und das überlebt keiner von uns. Und die anderen Menschen in den Ländern, in allen Ländern, Polen zum Beispiel, wo die NATO jetzt getagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass auch die polnischen Bürger damit einverstanden sind. Oder die Bulgaren, oder überhaupt in denen, wo sie einrücken, die Amerikaner. Da sind nicht die Menschen sind nicht dafür, die viele Menschen. So. Ja. Ich hoffe, dass das Mikrofon hier vorne zu dem Herrn mit dem blauen T-Shirt reichen, Norbert. Sag was. Ja, ich kann Sie da nur unterstützen, das zu tun. Bei der Frage, was können wir tun, verweise ich nochmal auf das Ende des Films. Am besten ist es wirklich diesen Rammsteiner Appell zu unterzeichnen und zu versuchen, den massenhaft von Bekannten, Freunden, wem auch immer unterschreiben zu lassen, denn diese Frage, wann man sich denn jetzt endlich mal mit dem Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika auf diplomatischer Ebene widmet, die steht und fällt mit der Rammstein Airbase. Ja, auch die Frage, was mit der Mitgliedschaft in der NATO ist, ist auch eine Frage, die konkret mit dem Wegschauen der Bundesregierung von der Rammstein Airbase verbunden ist. Deswegen nochmal mein Appell, unterschreiben Sie den Rammsteiner Appell, lesen Sie die Luftpost, www.luftpost-kl.de, dort finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen, um auch im Freundes-, Kollegen-, Bekanntenkreis da argumentieren zu können. Jetzt, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal den Herrn mit dem blauen T-Shirt und dann die Dame, die Blonde, da hinten, die sich schon seit ganz langer Zeit meldet, dran nehmen. Ja. Ja, wunderbar. Ich habe zwei kurze Fragen, und zwar politisch gesehen. Meine Meinung, die Stammparteien in Deutschland kann man alle vergessen. Zu der Frage, welche Partei, habe ich mich lange erkundigt und recherchiert. Ich bin auf die deutsche Mitte gestoßen mit dem Christoph Hörsel. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die haben ein super Parteiprogramm. Meine Frage ist, kennen Sie die? Und wenn ja, stimmen Sie dem zu? Meine zweite Frage ist, was mich auch sehr interessiert, an beide gerichtet, Ihr Werdegang, sind Sie da irgendwie behindert oder eventuell sogar bedroht worden? Bei meinem Werdegang oder was? Ja, beim politischen Werdegang. Man sieht immer wieder, dass Journalisten jetzt in Ihrem Fall behindert werden, gerade bei authentischer Arbeit. Und deswegen finde ich das eine berechtigte Frage. Ja, während du die Frage beantwortest, würden Sie das Mikrofon auf die Reise zu der Dame dort hinten schicken. Ja, also erstmal zur deutschen Mitte. Es ist mir bekannt, dass der Christoph Hörsel diese Partei gegründet hat. Und er spricht da auch sinnvolle Dinge an, aber ich kenne das Parteiprogramm zu wenig, um jetzt sagen zu können, ich wähle die Partei oder nicht, ohnehin, weil ich ja Anhänger der Partei Die Linke bin, schon seit ganz langer Zeit. Und ich beobachte, dass auch bei den Linken endlich langsam der Groschen so fallen scheint, wenngleich man auch den Eindruck haben muss, dass man realitätsfern agiert hat, indem man gesagt hat, indem man jetzt beschlossen hat zu sagen, wir wollen, dass die NATO aufgelöst wird. Das ist vollkommen unrealistisch für eine Partei in Deutschland, das irgendwie zu beschließen über die Köpfe anderer Länder hinweg. Ja. So, noch zu meinem, ob ich behindert worden bin. Also, ich halte von diesem Begriff Lügenpresse nichts, weil
Ich selbst bin nie bedroht worden, wie Sie gesagt haben. Ich glaube auch nicht, nach meiner Erfahrung in den Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, dass es zentral gelenkte Anweisungen gibt. Also es ruft keiner beim kleinen Redakteur an und sagt, du musst das jetzt so und so schreiben. Aber es ist natürlich schon so, dass in den Redaktionen für Themen, diesen Themenkreis tangieren, Krieg, Frieden, USA, Syrien, Ukraine und so weiter, sind immer nur ganz wenige Leute dafür zuständig, die Berichterstattungslinie, sagen wir mal, vorzugeben. Und das sind immer dieselben Leute. Und man sollte sich mal genau angucken, im Prinzip, wer das alles ist. Das Problem ist noch bei den Medien, auch wenn ich das noch allgemein sagen darf, den Medien geht es schlecht in Deutschland. Das ist größtenteils auch richtig so. Aber die Journalisten von heute, die haben nicht mehr die Zeit, sich ernsthaft mit einem Thema tiefgründig zu befassen. Ja? Also wer früher in den 80er Jahren zu seinem Redaktionsleiter gesagt hat, ich verschwinde mal einen halben Tag in der Unibibliothek, weil ich muss mich da mal einlesen in irgendeine Sache. Also wer das heute macht, der wird also schief angeguckt, das ist nur das Geringste. Das können Sie also bei einer Tageszeitung nicht bringen. Ja. Na, deshalb müssen wir das ja machen. Ja, wir arbeiten dran. Ja. Allerdings, wir sind auf Crowdfunding angewiesen. Und wenn ich jetzt auch gerade sehe, auch im Hinblick auf das Ergebnis, das wir erzielt haben bei der Finanzierung für diesen Film, haben wir also von 18.000 Euro, die wir gebraucht haben, um den Film zu produzieren, per Crowdfunding gerade mal 2.510 Euro eingenommen. Ja, das sind existenzielle Fragen, die einen da beschäftigen, nicht nur bei den Mainstream-Medien, sondern auch bei uns. So, die Dame, wolltest du was? Die Dame? Also, es geht mir gar nicht so sehr um Parteien oder um neue Parteien. Es gibt auch in der Derzeit waren in Parteien jede Menge Leute, die genauso denken, wie ich denke. Ja? Man muss die nur immer wieder ansprechen. Und vor allem muss man die anderen, die das noch nicht so sehen, die können sie beeinflussen. Sie sind in einem Wahlbezirk, da ist ein Bundestagsabgeordneter oder eine Abgeordnete. Fragen Sie dich mal, wie sie dazu steht. Sagen Sie mir, wenn du da nicht deine Meinung änderst, wenn du nicht endlich was zu tun beginnst, wähle ich dich mehr. Ich sage auch anderen meinen Bekannten, dass ich dich wählen soll. Ich kann nur Leute wählen, die mit mir zusammen für den Frieden sind, die diese Kriegstreiberei abstellen. Tu was in deiner Partei. Ja? Da brauchen wir keine Neugründung. Da reichen gerade die wir schon haben. Ja? Auch die Linke. Auch die Linke ist da für mich keine große Hoffnung. Der Norbert hat es schon kurz gesagt. Der jetzige Antrag, der letzte NATO-Auflösung, ist völlig die Irre. Die NATO ist überhaupt nicht aufzulösen. Das ist im NATO-Vertrag gar nicht vorgesehen. Man kann nur aus der NATO austreten. Und das kann jedes einzelne Land tun. Ja, und wenn man im Bundestag eine Mehrheit hätte, die das will, dann können wir sofort austreten. Die Regierung, unsere Regierung, muss das nur der US-Regierung mitteilen. Und dann wären nach einem Jahr aus der NATO ausgetreten. Ja? Da merken Sie auch, dass die NATO eigentlich gar keine eigene Größe ist. Wenn ich meinen Austritt aus der NATO bei der US-Regierung anmelden muss, dann ist doch klar, wer in der NATO das Sagen hat. Ja? So, und wir müssen uns realistische Ziele setzen. Wir müssen die Leute, die gewählt werden, daraufhin abklopfen, ob sie bereit sind, mit uns für den Frieden einzutreten oder ob sie diese Augen zu und durch Politik weitermachen wollen. Und wenn sie das tun und wenn sie uns keine Antwort geben, dann werden sie nicht gewählt. Und dann müssen wir auch auf ihre Kundgebung, auf ihre Versammlung gehen und müssen sagen, wenn sie diese Politik weiterverfolgen, sind sie nicht wählbar. Und dann werden die Leute schon merken, dass das so nicht geht. Der Bundestagswahlkampf hat ja schon begonnen. Bis zu der nächsten Wahl sind noch ein gutes Jahr Zeit. Also wir tun was. Wir müssen was tun. Man kann auch Briefe schreiben. Man kann E-Mails schreiben. An einzelne Abgeordnete, die man kennt, an andere, die man nicht kennt. Man kann Kandidaten schon recht frühzeitig befragen, wie sie dazu stehen. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Es ist noch nicht zu spät.
Und jeder, der jetzt sagt, ich kann das allein nicht schaffen, der hindert andere daran, mit ihm gemeinsam etwas zu tun. Ja? Und wie gesagt, es geht nur, wenn jeder sagt, ich mache jetzt was und sich Partner sucht. Nur dann kann man in einem Schneeballsystem eine Bewegung in Gang setzen. Natürlich ist die Friedensbewegung zerstritten und wir sollten uns doch nicht einbilden, dass da nicht auch Leute am Werk sind, die bezahlt sind, die bewusst eingeschleust werden, um zu spalten, ja? Die sich nur dann auf die Bundeswehr stürzen, obwohl die Bundeswehr ist ja nur der Stummelschwanz der NATO, mit dem die US-Regierung allenfalls wählen lässt. Ja? Was soll die Bundeswehr? Da wird immer geredet davon, vom deutschen Imperialismus, der ist mit den Nazis untergegangen. Wir haben keinen Flugzeugträger, wir haben keine ernstzunehmende Luftwaffe. Welches Land sollen wir denn alleine überfallen? Ja? Und das ist ja immer die Voraussetzung für eine imperialistische Macht, dass sie andere Länder militärisch überfallen und unterdrücken kann. Das klappt. Das ist jetzt wieder ein langes Thema. Ja, gut. Wir haben schon 10 nach 10. Der Frau haben wir versprochen, dass wir sie noch hören. Also wie gesagt, ich kann nur noch mal sagen, überlegt, was ihr tun könnt. Jeder kann was tun und tut's. Ja, danke für dein Mutmachen. Und jetzt bitte. Hallo? Ja. Ja, vielleicht passt ja das, was ich noch sagen oder fragen wollte dazu. Wenn ich jetzt nach Hause gehen würde, mir ist das Thema wirklich neu gewesen, ich bin total erschrocken darüber und ich würde jetzt meinen Freunden davon erzählen wollen, dann habe ich das Gefühl, oder ich weiß, ich komme da nicht so schnell sehr weit mit, weil dann werden ganz viele Gegenargumente auf mich zukommen und denen bin ich nicht gewachsen, weil ich wirklich dieses Know-how nicht habe. Und jetzt einfach nur meine Idee, weiß nicht, ob das sehr naiv ist oder so, aber es gibt ja ganz viele Online-Plattformen. Also ich bin leider, wie Sie beschreiben, zum Beispiel jemand, der eher auch in diesem Hamsterrad hängt, dass ich als Selbstständige meinen Lebensunterhalt verdienen muss, mich irgendwie über Wasser halte, die Sachen, die Probleme mir heutzutage sehr komplex erscheinen, ich dadurch irgendwie mir nie dieses komplette Überbild schaffen kann, jetzt sowas wie Sie sehe, höre und auch gerne aktiv werden würde, und dann frage ich mich aber, warum nutzen Sie nicht so Plattformen, die halt wirklich an die jungen Leute gehen, wie zum Beispiel Awaz, Some of Us, Compact. Sie haben ja gerade in dem Film auch Quellen wie Jung und Naiv benutzt. Oder warum habe ich jetzt über Rammstein, über Sie gehört und warum habe ich das nicht bei Awaz erfahren und warum habe ich diese gute, großartige und ja auch irgendwie auch lustige Idee, zur Polizei zu gehen und eine Anzeige zu erstatten? Ich denke, da würden sich viele junge Menschen drüber freuen, weil das irgendwie was ist, wo man das Gefühl hat, das mache ich, wenn ich mir mein Fahrrad geklaut wird. Und wenn jetzt hier Dritter Weltkrieg vor der Tür steht, dann glaube ich, würde ich das auch mal machen. Also ich würde es machen, aber dafür brauche ich wirklich einen vernünftigen Text, den ich dann auch wiedergeben kann, sonst ist mir das peinlich, sonst werde ich rot, sonst weiß ich überhaupt nicht, was ich dann sagen soll, kommt irgendeine Rückfrage. Ja, das wollte ich einfach nur sagen. Es gibt wahnsinnig viele Plattformen, wo sich junge Menschen, glaube ich, bewegen und wo man die halt erreichen kann. Und also ich denke, die müssten Sie als Profi sozusagen oder als jemand, der alles darüber weiß, ansprechen. Das kann ich nicht. Ja, da würde ich ganz kurz etwas zu sagen. Ich stimme Ihnen zu, es gibt da, vielen Dank, sehr viele Plattformen, aber die wenigsten von denen sind politisch neutral. Wenn man sich genau anguckt, wer welche Plattformen finanziert, zum Beispiel bei Compact sind ganz stark die Grünen vertreten und die unterstützen den Kriegseinsatz. Deswegen ist es schwierig, dort dieses Thema unterzubringen, Rammstein. Awaz ist letztendlich gefördert von einer Foundation, die dem Herrn Soros gehört. Ja. Doch, das ist leider wahr. Ja. George Soros. So, aber die Frage ging ja auch an die anderen Podiumsteilnehmer. Was ist mit kleineren Plattformen oder bei jungen Leuten bekannten Plattformen mit der Vernetzung? Gab es da eine Versuche? Ja, es ist schwierig. Das Problem ist, wenn man jetzt hergeht und sagt, ich gründe jetzt eine Plattform, dann ist es am Ende nur erstmal eine weitere Plattform, auf der dann zu irgendwas aufgerufen wird. Ja, ich finde, dass die Seite des Rammsteiner Appells einiges an Informationen enthält. Sie finden auch alle Informationen, die Sie brauchen, in der Luftpost. Sie können auch die DVD kaufen und Ihren Freunden vorlegen und zeigen. Ja,
dafür ist der Film gemacht, ja, also der soll informieren über das Ding, der soll die Bevölkerung aufrütteln, ja, das ist der erklärte Zweck der Dokumentation. Und ansonsten, wenn es darum geht, dass ich selbst als Akteur auftrete, muss ich sagen, dass das leider sich mit meinem Berufsethos als Journalist nicht vereinbaren lässt, weil wir uns nicht mit einer Sache gemein machen dürfen, auch nicht mit einer guten. Ich würde es mir sehr wünschen, dass es genügend Akteure gäbe auf diesem Gebiet, aber die gibt es leider nicht. Und mir ist leider mir bleibt nur darüber zu berichten. Handeln selbst, das lehne ich aufgrund meines Berufsethos ab. Ja, der Film soll. Frage der Frau war, nur für die Kameras, wird der Film auf YouTube erscheinen? Ja, der Film erscheint auf YouTube, sobald das Finanzierungsziel erreicht ist. Es läuft dazu eine Indiegogo-Kampagne. Sie finden die Informationen darüber auf www.nuoviso.tv. Da wird verlinkt auf die Refinanzierungskampagne. So machen wir das mit allen Filmen. Und ich denke, und Ende des Jahres wird er dann, denke ich, ungefähr für alle gratis bei YouTube zu sehen sein. Ja, so wie das auch mit dem vorigen Film passiert ist. Man kann ja kurz noch darauf hinweisen, der Film von Marc Bartelmeier ist kostenlos auf YouTube. Der Film über Ebola ist jetzt auch auf YouTube. Kann man sich kostenlos ansehen, weil es ja letztendlich hauptsächlich darum geht, die Informationen zu verbreiten und was zu bewegen. Ja, noch ein Schlusswort? Ja, ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie heute gekommen sind. Ich bin sehr froh darüber, auch wenn der Saal nicht voll geworden ist. Aber ich denke, das ist in heutigen Zeiten illusorisch zu glauben, dass man mit einem Thema, das sich nicht in 10 Sekunden irgendwie erklären lässt, in unserer schnelllebigen Zeit heute noch einen Kinosaal vollkriegt. Denn wir leben leider in einem Zeitalter der medialen Massenverblödung. Das hat mein großes Vorbild Peter Schollnatur gesagt. Und ich betrachte das aber trotzdem als großen Fortschritt, dass doch so viele Leute da sind und vor allem auch sehr engagierte Leute da sind, interessierte Fragen gestellt wurden. Und Wolfgang will bestimmt auch noch ganz kurz was. Wir sind ein Volk. Die DDR war nicht souverän, wisst ihr selber. Wir im Westen waren auch nicht souverän, weiß ich selbst, ja. Ihr könnt die Akte einsehen. Ich kann meine Verfassungsschutzakte bis heute nicht einsehen. Ja, das nur zur Klarstellung. Ja. Aber wir sind jetzt ein Volk. Und wir sind ein souveränes Volk. Durch den Zahl-Plus-4-Vertrag sind wir souverän geworden. Und wir haben zwar das Grundgesetz, die DDR-Verfassung war auch nicht schlecht, habe ich mir angeguckt, auch wenn sie genauso wie das Grundgesetz nicht in allen Punkten umgesetzt worden ist. Aber jetzt haben wir mal das Grundgesetz, eine andere Verfassung haben wir nicht, obwohl wir eigentlich eine haben sollen. Ja, steht so im Grundgesetz. Im Falle einer Wiedervereinigung gibt sich das vereinte deutsche Volk in freier Unabhängigkeit eine eigene Verfassung, haben wir nicht gekriegt. Artikel 146. Aber das Grundgesetz ist auch nicht so schlecht. Und wir sollten einfach unsere Kraft da reinsetzen, dass dieses Grundgesetz auch eingehalten wird. Und zwar alle müssen sich dafür einsetzen. Sonst taugt eine Verfassung nichts. Ja? So, und das ist Mühe, das kostet Arbeit. Macht euch dran. So, Leute. Vielen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben, dass Sie heute Abend hier waren. Tragen Sie die Informationen weiter. Wir sind Ihnen allen sehr dankbar dafür. Kommen Sie gut nach Hause und ja, bleiben Sie aktiv.